Bundespräsident Köhler ist zu Besuch in China. Eine Reise, die natürlich, wie es im Diplomatendeutsch heißt, dem Ausbau der beiderseitigen Beziehungen dient. Ein Gebiet gibt es dabei, auf dem die deutsch-chinesischen Beziehungen schon lange recht intensiv sind: der Austausch unter Wissenschaftlern. Eine ganz besondere Geschichte hat dabei die Tungji-Universität in Shanghai, die Horst Köhler besuchen wird. Sie wurde nämlich vor 100 Jahren von einem deutschen Arzt gegründet. Und der Präsident dieser Universität wurde jetzt zum neuen Forschungsminister Chinas ernannt. Ein überaus interessanter Mann, wie Johannes Hanno berichtet. Es war eine Riesenparty in Shanghai. Zehntausende Studenten kamen, um den 100. Geburtstag der Tungji-Universität zu feiern. Einst von deutschen Medizinern gegründet. Und er ist ihr Star. Wang Gang, noch Präsident der Uni und gerade als Forschungsminister in die chinesische Regierung berufen. Sie lieben ihn auch, weil er die Welt gesehen hat. Ein Beispiel dafür gibt er auch uns, als er am Morgen vor der Party Frau Chen Chili aus dem Staatsrat über den Campus führt. Das da ist das ZDF, das deutsche Fernsehen, erklärt der Minister, als er unser Mikrofon sieht. Frau Chen freut sich und winkt uns freundlich zu. Woher aber kennt Minister Wan das ZDF? Ja, das gucke ich fast jeden Tag. Das ist mein Fernsehprogramm. Also um 7 Uhr ist da und abend schaue ich auch öfters Talkshows. 15 Jahre hat Wang Ang in Deutschland gelebt. Stolz zeigt er uns ein Bauteil für den Golf 3, über das er in Clausthal-Zellerfeld promoviert hat. Bei ThyssenKrupp sitzt er im Aufsichtsrat, bei Ingolstadt besitzt er noch ein Haus. 10 Jahre hat er dort bei der Firma gearbeitet, die heute seinen Dienstwagen stellt. Ich habe zwar für mein berufliches und mein Leben sehr viel mit Audi verbunden, aber habe ich auch viel Freund in VW, Siemens, ThyssenKrupp und auch kleine Firmen. Und die kenne ich auch sehr gut, das sind alle Freunde. Neben den Freunden aus der Wirtschaft gab sich auch Gerhard Schröder zur offiziellen Geburtstagszeremonie der Uni die Ehre. Er kennt Wang Gang schon lange. Die Feier zwar etwas steif und sehr chinesisch, doch Wang Gangs Berufung in die Regierung zeige, dass sich in China wohl etwas ändere. Das ist ja hier bekannt, dass er der erste nicht kommunistische Minister in der Regierung ist. Das ist auch ein Zeichen, das man nicht unterschätzen sollte, ein Zeichen für wachsende Offenheit. Und genau so ist er. Ein unglaublich interessierter Mensch, nicht nur an technischen Fragen und technologischen Fragen, sondern auch an gesellschaftspolitischen. Ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner. Also eine Freude, mit ihm zusammen zu sein. Autos, die mit sauberer Energie fahren, wollte er bauen. Deswegen ist er nach China zurückgekommen. 500 Millionen Dollar hat ihm die chinesische Regierung dafür zur Verfügung gestellt. Herkömmliche Benzinmotoren könne sich China auf Dauer ökologisch nicht mehr leisten, meint er. Sicher ist ein langer Weg. Sicher wird das auch nicht innerhalb von 5 Jahren erreichen. Aber wenn wir dann Schritt für Schritt nach vorne tun, das ist das wichtig. Und dabei hofft er auch nicht ohne Grund auf die Unterstützung seiner Freunde aus der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen von Minister Wan noch wissen, ob Deutschland denn jetzt mit ihm einen neuen Freund in der chinesischen Regierung hat. Wenn Sie von Regierung sprechen, da haben Sie recht. Aber wenn Sie von Freund sprechen, das ist schon ein alter Freund. In Zukunft wird Wang Gang Chinas Wissenschafts- und Forschungspolitik dirigieren. Noch aber genießt er die letzten Tage mit den Studenten. Und er freut sich schon auf den nächsten Freund aus Deutschland, der mit ihm feiern will. Am Wochenende kommt Bundespräsident Horst Köhler zu Besuch.